So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ich habe wieder was vorbereitet bzw. gesehen. Auf der Suche nach dem Gönnergy damals habe ich in so einem kleinen Kiosk gesehen, da gab es zwei besondere Sorten von einem Eistee. Den möchte ich heute mal probieren. Erst einzeln, dann zusammen im, nicht auf die dicken Bierglas, aber im Ernesto-Glas, weil da kommen die Farbe einfach besser zur Geltung und da passen auch statt 500 Milliliter gleich 600 Milliliter rein. Was ist das jetzt hier? Hier steht Love and Peace Tea, Liebe und Frieden Tee, einmal als Pier. Ich weiß nicht, was Pier für ein Geschmack ist. Das ist auf jeden Fall eine gelbe Dose hier mit viel Frieden drauf. Und dann haben wir nochmal Garden Mind, also Garten und Minze, Kräuter, Minze. Da steht hinten bestimmt mehr drauf. Genau, das ist nämlich alles hier in Deutsch. Hier steht Erfrischungsgetränk mit Grünteeextrakt und Birne. Pia ist also Birne. Wir machen das jetzt mal auf und nehmen mal einen ganz kleinen Schluck aus der Dose. Soll ja Tee sein, müsste also ohne Kohlensäure sein. Fühlt sich jetzt doch irgendwie ein bisschen prickeln an, als wäre da doch Kohlensäure drin. So genau kann ich es jetzt gar nicht sagen. Da müsste man mal lesen, was da überhaupt draufsteht. So, Zuckerdings, Erwachsene, Wasserzucker, Kohlensäure, natürliches Aroma, Birnensaftkonzentrat, Grünteeextrakt. Das schmeckst du auch raus, weil es ist so ein bisschen, es legt sich so ein bisschen auf die Zunge. Es ist so ein bisschen bitter. Säurungsmittel, Zitronensäure, färbendes Extrakt aus Karotte. Ja, ansonsten keine Ahnung. Bier, ich schmecke aber, ja, vielleicht ganz leicht die Birne. Wenn wir das mal einfüllen, würden wir auch hier sehen, dass wir da einen so leicht rötlichen Geschmack haben. Sieht halt wieder aus wie ein Wein und nicht wie was anderes. Ich brauche, glaube ich, wirklich ein zweites Glas, damit ich das eine einfüllen kann und dann das andere, dass man das besser sieht. Wenn ich das jetzt trinke, dann ist doch gar nichts mehr übrig. Ich glaube, ich muss mal ein zweites Glas holen für zwei Dosen, dass das besser zur Geltung kommt. So, das zweite Glas ist am Start und das heißt, ich könnte das jetzt auch mal komplett hier einfüllen, dass man das mal genau sieht, von der Farbe her. So, das ist auch ungefähr das halbe Glas. Ich glaube, wenn ich das andere noch draufkippen würde, wäre das dann komplett voll. Hat auf jeden Fall eine schöne Farbe, sieht interessant aus, schmeckt mir aber irgendwie ein bisschen zu matt, ein bisschen zu bitter, hat schon so einen gewissen Geschmack wie Mate, Mate-Extrakt, so ein bisschen, aber ist halt Mate, ist ja Tee, Grüntee, wenn da drin ist, ist halt auch Tee. Das hat halt so einen bestimmten Boden, den du so schmeckst, sage ich mal. Von Birne merke ich jetzt leider nicht viel. Love and Peace Tea, schön gekühlt für zwischendrin. Durch den kleinen Kohlensäureanteil, denke ich mal, kann man das trinken, aber geschmacklich für mich ist es jetzt nicht unbedingt was. Zur Erfrischung okay, aber würde ich jetzt nicht unbedingt nochmal kaufen. Popbeverage.com steht da noch drauf. Machen wir mal das andere auf. Garten Mint, Love and Peace Tea Garten Mint. Was ist das mit Grünteeextrakt und Minzgeschmack? Hätten sie doch hier Pier und hier einfach Mint drauf schreiben können. Jetzt ist es Gattenmint, also Gattenminze. Ja gut, Gattenkräuter, was weiß ich. Ich dachte, das sind jetzt zwei verschiedene Sachen. Auch wieder Kohlensäure, Grünteeextrakt, 0,12%. Ist also eigentlich recht wenig. Sonst steht da nicht zwei da drauf. Okay, Minzgeschmack machen wir mal auf. Probieren wir mal ganz kurz aus der Dose einen kleinen Schluck. Es schmeckt wieder ein bisschen wie das Mentos Spearmint, was ich persönlich als die beste Mentos-Sorte ansehe. Mentos Spearmint, immer richtig genial. Dann hat es gleichzeitig natürlich auch wie dieses 4-Bro-Getränk, was man sich holen kann in der Dose. Fresh Mint oder was das ist. So schmeckt das dann auch, also Mint. Schmeckt bei jedem irgendwie gleich, hat bei jedem immer eine gleiche Note. Ist nicht zu übertrieben, finde ich ganz gut, kann man trinken, finde ich jetzt persönlich besser als das Birne, weil das Birne hat mir gar nichts gegeben. Hier habe ich diese leicht minzige Note noch dabei, die für mich für eine Frische sorgt, farblich, wenn ihr das beides vergleicht. Jetzt habt ihr hier dieses schöne Glas, wo ihr halb durchgucken könnt und hier diesen grünen Haufen,
der komplett undurchsichtig ist. Also da ist wirklich nichts. Du kannst nichts durchschauen. Hier, das leuchtet ein bisschen, das leuchtet nicht. Ich probiere nochmal kurz aus dem Glas beide. Bisschen säuerlich. Bisschen minzig. Das ist auf jeden Fall, den finde ich besser. Der ist aber fruchtiger, aber irgendwie ist beides komisch. Füllen wir es mal zusammen. Gucken, was dann passiert. Ich glaube, wir stellen schon wieder Cola her. Das ist eine Cola. Guckt ihr es an. Jetzt habt ihr das Original. Das ist das braune Glas. So muss das aussehen, wenn das fertig ist. Dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Und schütten uns das noch rein jetzt. Das Glas ist schon wieder total beschlagen. Das war richtig schön gekühlt, richtig genial. Also so zum Trinken als Erfrischung, okay, aber geschmacklich, so zum Genießen, nein, brauche ich nicht nochmal. Wenn ihr das kennt, schreibt es mir in die Kommentare. Vielleicht gibt es sogar noch andere Sorten. Das war Love and Peace, Tea, Pier und Garten Mint.